Moinsen! Heute habe ich mir gedacht, wir basteln nicht, sondern wir nähen mal wieder eine Kleinigkeit. Die kalte Jahreszeit ist da und mein Bub braucht für den Kindergarten ein paar Wechselhandschuhe. Und ja, man muss ja nicht alles kaufen, wenn man genug, ich sag jetzt mal, Stoffreste oder noch größere Jersey-Abschnitte hat. Kann man das auch eben fix selber machen. Das ist sehr leicht. Geht relativ schnell. Man kann es natürlich auch mit Baumwolle machen. Aber erstens mal fühlt sich Baumwolle oder Webstoffe nicht so schön an. Die passen sich nicht so gut an. Und man muss halt auch relativ viel Nahtzugabe geben. Ich mache es mit einem dehnbaren Stoff, also Jersey. Ich habe noch Stoffreste von seinen Pullovern und Mützen, die ich gemacht habe. Und nehme euch eben mal einmal dafür mit. Wir brauchen ein Blatt, ein Stift, etwas, eine Schere, Stoff, eventuell auch Bündchenstoff, wenn ihr das möchtet, ist aber nicht verpflichtend, weil Jersey nicht ausfranst. Stecknadeln oder Klammern und ich glaube, so viel mehr, ja klar, die Nähmaschine, so viel mehr wird nicht benötigt. Ihr nehmt das Blatt, wenn ihr das für euch machen wollt, legt ihr eure Hand auf das Blatt Papier. Und zeichnet einmal euren Umriss nach. Ich habe das mit der Hand von meinem Sohn gestern Abend schon einmal gemacht. Und dann schneidet ihr euch das aus. Ihr könnt vorher entweder 1 bis 1,5 cm Nahtzugabe geben oder ihr macht das dann später auf dem Stoff. Ich schneide das jetzt erstmal so 1:1 aus. Wichtig ist, ihr macht. So, erstmal Schere weg. Ihr zeichnet an von Knöchel zu Knöchel, damit ihr auch eine richtig schöne Länge habt. Und dann wird das einmal rundherum geschnitten. Bei meinem Sohn habe ich das ein kleines bisschen länger abgezeichnet, weil ich unten eventuell den Rand noch versäumen möchte. Und das lasse ich mir aber übrig, beziehungsweise ich lasse mir das offen. Und gucke dann mal, wie mir das gefällt. Und er freut sich schon total. Wir haben zwar noch 2 Paar Handschuhe, aber man weiß ja nie, wird mal eins verloren oder möchte er ein anderes? Und außerdem hatte ich es ihm versprochen, bevor wir das zweite gefunden hatten. Deswegen gibt es noch ein zweites Paar Handschuhe, beziehungsweise ein drittes Paar Handschuhe. Die einen kann er dann im Kindergarten lassen. Das darf er sich dann aussuchen, welche. Für den Ersatz und ansonsten gibt es ja morgens auch noch welche an. So, ich schneide das jetzt aus und dann zeige ich euch gleich, wie wir das auf den Stoff anbringen. Ich habe das jetzt hier alles ausgeschnitten und mir schon einen Stoffrest genommen. Ich habe den jetzt rechts aufeinander gelegt, damit ich das nicht doppelt machen muss, die ganze Arbeit. Habe mir das mit einer Nadel fixiert. Ihr könnt das natürlich auch einzeln abmalen. Ihr müsst nur dran denken, ihr müsst zweimal so rummalen und dann bei den anderen zweimalen auf der anderen Seite, also die Schablone einmal umdrehen und dann zweimal auf die Seite machen. Ich mache das jetzt, indem ich das rechts auf rechts gelegt habe und schneide das einmal aus für die eine Seite und dann drehe ich das um, lege erneut Stoff rechts auf rechts und mache das dann dementsprechend genauso wie das erste. Ich zeichne mir das jetzt ungefähr mit 1 cm Nahtzugabe einmal nach. Ich mache das hier mit einer gepunkteten Linie. Das reicht mir dementsprechend auch. So, und wenn ich das dann fertig habe, gibt es wieder 2 Varianten, wie ihr das nähen könnt. Das zeige ich euch aber gleich. Ich beeile mich jetzt etwas für euch. So. So, jetzt gibt es 2 Möglichkeiten. Entweder ihr schneidet euch das jetzt schon einmal drumherum. Das sieht dann so aus. Oder ihr macht das dann
so wie ich. Ich finde es dann einfach leichter, einfacher. Ich mache meine Nähmaschine an, suche mir den Dreifach-Geradstich raus, nähe einmal um die Fläche drumherum und schneide es hinterher aus. Das Einzige, was ich mache, ist, dass ich mir den Überschuss einmal abschneide. Dafür nehme ich natürlich eine Stoffschere, damit ich das so einmal fertig machen kann. Und im Nachhinein schneide ich das aus. Ich finde das einfach leichter, weil man dann einmal schon fast den Handschuh komplett fertig hat. Ich bereite das jetzt hier vor und zeige euch das dann gleich nochmal. So, meine Nähmaschine ist jetzt soweit vorbereitet. Ich habe das Garn eingelegt etc. Und jetzt spanne ich mein Stück so in die Nähmaschine ein, dass ich hier anfange und einmal die gepunktete Linie nachnähe. Wichtig ist, wenn ihr den dreifachen Geradstich nehmt, wäre das schon schön, weil der elastisch ist. Und bitte die untere Seite nicht zunähen. Da muss ja noch das kleine Händchen rein oder halt auch euer Händchen. Und durch die Nahtzugabe sind natürlich die Fingereinschnitte, sage ich jetzt mal, etwas kürzer. Wenn ihr dann näht, näht hier etwas weiter rein. Verlängert euch das ein bisschen mit ein paar Stichen und dann wieder zurück. Wir sehen das dann auch später. Wir schneiden das dann noch ein Stück ein, den Stoff, damit man ein bisschen mehr Freiheit hat. Durch die Nahtzugabe haben wir ja hier etwas an, ja, Fingerkürze oder Fingerlänge geklaut. Deswegen wollen wir hier noch ein bisschen mehr einnähen und dann später auch einschneiden. Ich nähe jetzt einmal mit dem Dreifachgeradstich drumherum und dann geht es auch schon weiter. So sieht das ganze Ergebnis jetzt einmal aus. Ich habe jetzt einmal drumherum genäht, habe mir hier dieses Stück immer etwas verlängert. Und jetzt schneiden wir das einmal knapp an der Naht ab und auch schön in die verlängerte, ja, Fingerritze rein. Und dann wenden wir das. Zum Wenden könnt ihr ja entweder, ja, also auf jeden Fall bitte nichts Spitzes nehmen, sonst stecht ihr euch da durch. Nehmt euch einen kleinen Löffel oder ich nehme jetzt hier zum Beispiel einfach nur einen Filzstift, weil es sind ja doch kleine, sehr, sehr kleine Hände. Und dann machen wir das Gleiche mit dem anderen. Und dann sind wir auch tatsächlich schon fertig. Wie gesagt, Jersey franzt nicht aus, deswegen muss man das nicht umnähen. Man muss auch nicht unbedingt ein Bündchen machen. Ihr könnt das machen, ist aber nicht verpflichtend. Ich werde das so lassen. Und ja, das geht schnell. Und ja, man kriegt auch ein paar Reste los. Von daher finde ich das auch eine sehr, sehr schöne Sache. Und ja, dann zeige ich euch, wie sie aussieht, wenn sie fertig sind. So, die kleinen Mini-Handschuhchen sind fertig. Ich habe mir vorsichtshalber nochmal als Vorlage die derzeitigen Handschuhe geholt und habe die da drauf gelegt. Und wie man sieht, würden die auch auf jeden Fall passen. Heute Nachmittag werden wir dann die Probe einmal machen. Und ja, es ist leicht, es geht relativ schnell. Es sei denn, die Nähmaschine macht nicht ganz so das, was sie soll. Das war gerade bei mir. Bei mir ist gerade dreimal hintereinander der Faden gerissen, wie man hier dann so schön sieht. So, mein Mann hat sich auch schon angekündigt für ein paar Handschuhe, aber jetzt ist erstmal Mutti dran. Ich möchte auch welche. Also, ich hoffe, euch hat das kleine, kurze Video gefallen. Ich mache mir jetzt auch noch ein paar Handschuhe und mein Mann natürlich dann später noch auch. Und ja, viel Spaß beim Nachmachen und ich wünsche euch eine wunderschöne kalte Jahreszeit und wie immer, bleibt gesund. Bis dann.